Gute und einen wunderschönen guten Abend hier. Es ist wieder Freitagabend. Ich heiße nicht Oliver Hegemann, aber Sie herzlich willkommen zu unserem Wahlgebabbel der Friedensstifte. Sie sehen, wir haben heute ein bisschen eine andere Besetzung. Ich führe Sie heute durch diese Veranstaltung als Moderator und Oliver Hegemann seinerseits wird Ihnen seine Herzensthemen der Friedensstifte ein wenig näher bringen. Ja, Menschlichkeit, Soziales und Demokratie. Ich habe dazu mal ein bisschen was im Internet recherchiert, um mich auch ein bisschen vorzubereiten. Da habe ich ein gutes Zitat von Dalai Lama gefunden. Der hat mal gesagt, alles, was wir brauchen, ist mehr Menschlichkeit. Und warum wir mehr Menschlichkeit brauchen und wie wir das konkret im Funkstaat umsetzen können, das erfahren Sie bis heute Abend 19 Uhr. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Normalerweise werden wir jetzt um diese Zeit irgendwo an Wahlkampfständen in ganz Pfungstadt verteilt, in Parks, vor Spielplätzen und Ähnlichem und würden mit Ihnen gerne ins Gespräch kommen, unsere Themen präsentieren und was wir gerne in den nächsten Jahren in Pfungstadt angehen würden. Leider ist das aufgrund von Corona nicht so ganz möglich. Deshalb weichen wir auf digitale Formate aus und versuchen hier bestmöglich ein bisschen mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und über Politik hier in Pfungstadt zu sprechen. Ja, bevor wir loslegen, vielleicht noch ein paar technische Hinweise. Wir sind hier alle zusammen als Kandidierende in einem Zoom-Meeting und übertragen das Ganze auf YouTube. Das heißt, wir können Sie leider nicht sehen. Dennoch haben Sie die Möglichkeit, mit uns zu interagieren. Sie finden einmal hier unten in der Videobeschreibung einen Link, der zu einem Formular führt, wo Sie Ihre Fragen an uns stellen können. Die werden dann sofort an uns weitergeleitet und wir können die dann, sofern wir das zeitlich unterkriegen, hier nochmal beantworten. Der gleiche Link steht aber auch nochmal auf der Webseite, wo Sie eben auch diesen YouTube-Link gefunden haben. Ja, ich freue mich schon ganz besonders auf diese nächste ungefähr Dreiviertelstunde bis Stunde. Es sind unglaublich spannende Themen dabei, so viel kann ich Ihnen versprechen. Aber da es ja heute um die Friedensstifter geht, würde ich gerne an diese weitergeben und unseren Spitzenkandidaten, der auf Platz 1 auf der Liste der SPD steht, gerne das Wort erteilen. Oliver, magst du dich vielleicht mal vorstellen? Ja, sehr gerne. Vielen Dank, lieber Tim. Ja, mein Name ist Oliver Hegemann. Sie sehen es zum einen eingeblendet unter meinem Bild. Ich bin 52 Jahre alt und habe die Rolle des Spitzenkandidaten für die Kommunalwahl dieses Jahr übernommen und bin froh, ein ganz motiviertes Team aus insgesamt 37 Kandidatinnen und Kandidaten anführen zu dürfen. Ich bin verheiratet, ich habe eine wunderbare Frau und zwei wunderbare Töchter. Die jüngste ist gestern 18 geworden. Ich begleite seit 5 Jahren das wunderschöne Amt des Stadtverordnetenvorstehers, also der Vorsitzende der Gemeindevertretung und dieser Funktion tatsächlich das politische Stadtoberhaupt dieser Stadt. Und aus sicherlich vielen Begegnungen und Zusammenkünften haben wir uns irgendwo in dieser Stadt auch schon mal gesehen, persönlich kennengelernt und sind vielleicht auch ins Gespräch gekommen. Von Beruf vielleicht noch, um das als letztes Wort oder letzte Tatsache abzuschließen, bin ich Sozialamtsleiter. Ich bin Leiter des Kreissozialamtes im Kreis Groß-Gerau und dort zuständig für etwa 285.000 Menschen in vielen Bereichen der sozialen Unterstützung, der Sozialplanung, der Betreuung, auch in Pflegeheimen, in Teilen, Einrichtungen der Behindertenhilfe und, und. Ein recht breites Spektrum und eben ja, seit 30 Jahren Mitglied und engagiert in der SPD. Ja, das ist soweit zu meiner Person. Ich würde hier weitergeben und gebe das Wort an die Jasmin als Nächste in der Runde. Ja, danke, Oliver. Erstmal einen schönen guten Abend an alle da draußen. Ich bin Jasmin Wiesli und bin 32 Jahre alt. Von Beruf bin ich Lehrerin. Aktuell bin ich in Elternzeit und vor meiner Elternzeit war ich hier in Pfungstadt an der FES als Lehrerin tätig. Genau, und ich kann mich auch mit den Themen der Friedensstifter sehr identifizieren, auch in Bezug auf die Themen Menschlichkeit und Soziales. Daher bin ich heute dabei und freue mich auf das Gespräch mit euch und die Diskussionen und würde das Wort dann weitergeben an einen weiteren Genossen, und zwar an den Peter. Ja, hallo, einen schönen guten Abend. Mein Name ist Peter Kraft. Ich bin am 22.05.1960 in Hahn bei Pfungstadt, das heutige Stadtteil Hahn, geboren.
bin verheiratet, habe zwei Kinder, bin im Ort zurzeit der Ortsvorsteher in der Kirchengemeinde der Küster und beim Sportverein der Abteilungsleiter für Fußball. Also sozusagen die Dreifaltigkeit vom Ort. Ich freue mich heute Abend auf den Abend und gebe weiter an den Wolfgang. Ja, hallo, schönen guten Abend, Wolfgang Philipp. Ich bin 64 Jahre alt und schon länger in der Kommunalpolitik aktiv. Zuerst als Stadtverordneter und seit 2019 als Stadtrat, das heißt also Mitglied des Magistrats. Beruflich wollte ich auch ganz kurz sagen, Oliver hat schon angesprochen vorhin, ich leite die Kundenberatung an der großen deutschen Krankenkasse, im Moment teilweise auch von zu Hause aus, was nachvollziehbar ist. Was mache ich sonst noch? Seit mehr als 25 Jahren bin ich für die Bürgerinnen und Bürger auf unserer Stadt Funkstadt in Sachen der Rentenversicherung ehrenamtlich tätig, und zwar als Versichertenberater. Das heißt, ich unterstütze die Menschen bei Anträgen, also bei Rentenanträgen oder bei Klärungen von Versicherungskonten. So, und jetzt würde ich gerne weitergeben an meinen Kollegen aus Hahn. Es ist wieder ein Hahner dran, der Dieter Römer. Hallo und schönen guten Abend auch von mir aus dem schönen Hahn. Und mein Name ist Dieter Römer und ich bin 73 Jahre. Bin verheiratet, habe eine Tochter und bin seit letzten Jahres im Juli nochmal Stadtrat geworden bis jetzt zum Ende der Legislaturperiode und bin außerdem noch erster Vorsitzender vom Gesangverein in Hahn. Und ja, Hobbys habe ich Kochen, Singen und auch Sport. Und jetzt gebe ich weiter an den Kevin. Vielen Dank, Dieter. Auch einen schönen Abend von mir. Nicht aus Funkstadt, nicht aus Hahn. Ich sitze noch in Oberursel. Dort arbeite ich als Kaufmann für Büromanagement bei einem kleinen, aber feinen Telemarketingunternehmen. Ich bin 23 Jahre alt. Seit 3 Jahren bin ich SPD-Mitglied. Seitdem engagiere ich mich auch bei den Jusos. Und hier sitze ich jetzt als Kandidat zur Kommunalwahl und als Friedensstifter, weil ich denke, dass die kommunale Ebene wahrscheinlich sogar die wichtigste ist in unserer Demokratie, weil sie am nächsten an den Menschen dran ist, weil man direkt in den Kontakt kommt mit Mandatsträgern und als Mandatsträger auch wirklich etwas erreichen kann, was man dann direkt danach direkt in den Händen hält. Und das ist auch etwas, das mich sehr an der ganzen, an der ganzen kommunalen Ebene interessiert und begeistert. Und deswegen kandidiere ich dieses Jahr am 14. März zur Kommunalwahl auf Listenplatz 28. Und natürlich, das Beste kommt zum Schluss, Halima. Das ist ja charmant. Ja. Hallo, schönen Abend. Ich bin der Halima Gutale, 41 Jahre, vierfache Mutter, seit Jahren Mitglied in der SPD und man kennt mich ja, viele Vereine, kann ich ja nicht mehr erzählen, hier im Funkstadt Mitglied und ich bin bei der SPD, weil diese soziale Themen mir am Herzen liegt und weil ich mich auch in diese Themen mich identifiziere, Friedensstifter. Für Menschlichkeit, Zusammenhalt, Chancengleichheit, das ist meine Themen, was mich beeinflusst, weil ich genau in diese Themen tätig sein will und auch etwas in Veränderung dabei sein möchte, bin ich auch politisch aktiv, um etwas zu verändern, auch bei der SPD, richtige Partei. Und ich stehe dieses Jahr auch zur Wahl, Listenplatz 8, und freue mich, hier heute Abend dabei zu sein. Ja, vielen Dank, liebe Halima, und vielen Dank, liebe Kandidierenden, für diese kurze Vorstellung. Ja, Halima, um an dich anzuknüpfen, du hast es ja schon angesprochen, du hast gesagt, die Themen der Friedensstifter, das ist genau mein Ding, dafür setze ich mich ein und ich kann das bestätigen. Auch schon bevor ich SPD-Mitglied war, kannte ich dich schon aus diesem Bereich.
dass du da unglaublich aktiv warst im Funkstadt. Aber jetzt kann sich vielleicht nicht jede oder jeder vorstellen, was macht genau ein Friedensstifter? Ich habe das ja vorhin schon mal ungefähr anklingen lassen. Aber vielleicht nochmal konkret, womit beschäftigt ihr euch genau? Oliver, magst du dazu mal was sagen? Ja, gerne, Tim. Im Prinzip beschäftigen wir uns mit dem Leben in unserer Stadt. Wie gestalten wir das? Wie schaffen wir es, dass wir für alle Menschen, ob vom Kind angefangen bis zum hochbetagten Senior oder Seniorin, dass wir Lebensverhältnisse stellen, dass wir eine liebens- und lebenswerte Stadt sind? Da gehören zum Beispiel Dinge dazu, da werden wir heute sicherlich noch drüber sprechen, wie sichern wir eine medizinische Versorgung in unserer Stadt? Wie kümmern wir uns um Menschen, die in schwierigen, in sogenannten prekären Lebensverhältnissen leben? Denn nicht jeder hat einen Job, jeder verdient viel Geld. Wir dürfen passen auf in unserer Thematik, dass eben kein Mensch auf der Strecke bleibt. Und das Ganze wird ergänzt durch Themen wie das klare Stehen gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung und Hass in unserer Gesellschaft. Auch das ist ein Thema, was uns als Sozialdemokratie immer wieder beschäftigt, wo wir auch klare Kante und auch Flagge zeigen müssen. Vor kurzem hat sich zum Beispiel der Jahrestag gejährt des rassistischen Anschlags in Hanau, wo wir auch an der Malzfabrik eine tolle Lichtinstallation hatten, einfach um an die Opfer zu denken. Das sind ganz, ganz wesentliche Themen. Momentan läuft zum Beispiel eine Plakataktion, die die Wahlplakate flankiert, auch ein Stehen gegen Rassismus. Also all das sind diese Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Super, das hört sich ja auf jeden Fall total wichtig und spannend an. Du hast ja schon das Thema medizinische Versorgung so ein bisschen anklingen lassen. Auf den ersten Blick hat man da ja eigentlich in Funkstadt überhaupt kein Problem, oder? Ich meine, wir haben zwei Kreiskliniken, die in öffentlicher Hand sind. Wir haben viele Ärzte. Warum genau ist es denn trotzdem ein Thema für uns und auch gerade für euch als Friedensstifter? Wolfgang, du hast ja gesagt, du kennst dich in dem Bereich ziemlich gut aus. Magst du vielleicht mal dazu was sagen? Ja, Tim. Ja, danke schön. Im Moment ist es in der Tat so, dass die aktuelle medizinische Versorgung in Funkstadt eigentlich relativ gut sichergestellt ist. Das sieht man auch daran, dass viele Patientinnen und Patienten aus der vorderen Bergstraße, aber Seeheim, Bickenbach, Alsbach, aber auch aus dem Ried, Gernsheim, Biebesheim ärztliche Hilfe und Beratung in Funkstadt in Anspruch nehmen. Soweit, so gut. Insgesamt haben wir im Moment augenblicklich 44 Medizinerinnen und Mediziner, die von der Kassenärztlichen Vereinigung, das ist quasi die Behörde, die die medizinische Versorgung sicherstellen muss, in Funkstadt ansässig sind. Diese 44 muss man natürlich etwas relativieren, weil alleine 15 davon in einer großen gynäkologischen Praxis in der Schmiedgasse gemeldet sind. So, das hat aber ganz normale Hintergründe. Im ärztlichen Standeswesen ist das Umherziehen und Anbieten von medizinischen Leistungen verboten. Das heißt also, auch wenn die Ärzte dort fluktuieren, in dieser Praxis mal da, mal dort sind, müssen sie hier gemeldet sein. Von der hausärztlichen Versorgung haben wir im Moment 17 Ärzte in den Stadtteilen und in der Kernstadt. Wenn man das mal dividiert durch unsere Einwohnerzahlen von etwas über 25.000, hat also jede hausärztlich tätige Praxis ca. 1.500 Patienten. So, das sieht erstmal gut aus, aber was festzustellen ist, viele dieser Ärzte sind 50 oder 60 Jahre alt, das heißt, sie gehen so langsam ans Ende ihres Berufslebens. Und es ist heute auch sehr schwer, wenn man jetzt in der Familie, wie es manchmal auch vorkommt, keine eigene Nachfolge hat, diese Praxis weiterzugeben an einen anderen Interessenten. Das hat man auch schon gesehen im Ostkreis, wo Ärzte teilweise bis bald 70 gearbeitet haben, aber auch niemand gefunden haben, der die Praxis übernehmen möchte. So ist es also vorprogrammiert, wenn wir nicht tätig werden, dass wir dann irgendwann mittelfristig Probleme in der medizinischen Versorgung bekommen. Muss man einfach so sehen. Und deswegen sind auch schon Gespräche gewesen und so weiter. Die Ärzteschaft steht dem gar nicht so schlecht gegenüber und begrüßt es zum größten Teil.
das Thema medizinische Versorgungszentren. Das heißt, dass ein Träger, zum Beispiel der Landkreis, wie wir das schon hatten, den Arbeitgeber darstellt und entsprechend die dort tätigen Mediziner Angestellte des Landkreises sind. Hat für diese Personen den Vorteil, sie können sich ihrer medizinischen Tätigkeit widmen. Die Work-Life-Balance ist für diese auch besser durchsetzbar, besser lebbar. Und man muss sich nicht mit administrativen Dingen wie Versicherungen, Personal, Abrechnerei oder wie auch immer kümmern. Das ist das, was viele junge Mediziner im Moment noch davon abhält, eine eigene Praxis auf dem Land oder auch in einer mittelgroßen Stadt. Es sind ja Mittelzentrum und wir bleiben das, einfach zu übernehmen. Also das heißt, durch attraktive Arbeits- und Fortbildungsbedingungen könnten wir in diesen medizinischen Versorgungszentren, abgekürzt MVZ, hier auf jeden Fall sicherstellen, dass auch in Zukunft eine adäquate medizinische Versorgung in Funkstadt möglich ist. MVZ ist nichts Neues, wer die Geschichte kennt. So etwas gab es bis 1990 in der DDR auch. Dort hat es auch funktioniert. Und wie gesagt, die Attraktivität für die Mediziner muss neu definiert werden. Tim, ich gebe an dich zurück. Ich denke mal, das wäre gut. Du hast das vollkommen richtig gesagt. Die medizinische Versorgung in Funkstadt ist ein unglaublich wichtiges Thema. Und ich denke auch gerade die Corona-Pandemie hat uns ja ein bisschen gezeigt, dass wir einfach auf eine solide Infrastruktur im medizinischen Bereich und auch eine Versorgung angewiesen sind. Und ich denke, das ist ein extrem wichtiges Zukunftsthema. Gut, dass wir das auf jeden Fall auf dem Schirm haben und angehen. Jetzt habe ich hier nochmal eine Frage. Ich würde die einfach direkt mal vorlesen, die uns gestellt wurde. Ihr habt sehr häufig was über Senioren in eurem Programm stehen. Was wollt ihr denn hier für diese Gruppe denn genau unternehmen? Oliver, du wärst doch da vielleicht ein ganz guter Ansprechpartner, oder? Ja, gerne. Also wir haben tatsächlich, beschäftigen uns sehr umfangreich in unserem Wahlprogramm, was ja hoffentlich jeder mittlerweile im Briefkasten hat und auch mitlesen kann, mit der Personengruppe der Senioren. Und ganz spontan fällt mir zum Beispiel ein, dass wir eine Gemeindeschwester 2.0 einstellen wollen, also eine Stelle hierfür in der Stadt schaffen wollen, eine Kümmererin oder einen Kümmerer für die Senioren. Das ist so, was in nächster Nähe anstehen wird. Du hast jetzt Kümmerer für Senioren gesagt. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was ist da genau die Idee? Ja, also jemand, der nach den Senioren schaut. Früher gab es, als ich noch Kind war, und gab es eine Gemeindeschwester, die ist mit dem Fahrrad durchs Ort gefahren und hat Menschen versorgt, ältere Menschen versorgt. Damals hatten wir auch noch nicht so eine große Pflegeheimstruktur beispielsweise, wie es es heute gibt. Die ist also von Haus zu Haus gefahren und hat unterstützt die Menschen in ihrer Lebensgestaltung. Und im Prinzip ist genau dieses Programm, welches das Land Hessen momentan fördert, die Gemeindeschwester 2.0, die Reaktivierung dieser Gemeindeschwester. Es geht um Kümmerer, die mal vorbeifahren, mal gucken, brennt irgendwo das Licht, ist der Rollladen oben, ist der Briefkasten geleert, vielleicht aber auch mal anhält, klingelt, reingeht, mal fragt, hallo Frau so und so, wie geht's Ihnen denn heute, kann ich Sie unterstützen, kann ich mit Ihnen zum Einkaufen gehen oder zum Arzt begleiten, weil wir haben ja heute die Situation, die Menschen sind ja viel mobiler geworden und in der Regel noch vor 50 Jahren galt es, man ist in einer Stadt, in einem Ort geboren, hat dort Schule besucht, hat Ausbildung gemacht und hat auch in dem Ort wieder seine Beschäftigung gefunden und ist bis zum Lebensende geblieben. Oft war es so, dass ganze Familien mehr Generationen in einem Haus gewohnt haben, was aber heute nicht mehr so stattfindet. Kaum jemand bleibt noch an seiner Geburtsstätte wohnen. Spätestens mit Schule, Studium, Ausbildung ziehen die Menschen weg, gehen in andere Städte, bleiben dort oft hängen. Und so ist es dann, dass die Älteren eben zu Hause sind und die Angehörigen, die Kinder oder die Enkel gar nicht mehr vor Ort sind, sich gar nicht mehr so sorgen können. Und deshalb ist ein richtiger Weg zu sagen, da brauchen wir die Gemeindeschwester 2.0, ist auch ein einprägsamer Titel, der hier
bisschen unterstützt und sozusagen als kommunale Aufgabe das Kümmern übernimmt, was sonst früher die Familie gemacht hat. Ja, das ist sicherlich ein wichtiges Thema. Dieter, dich würde ich da auch gerne noch mal was dazu fragen. Was können wir denn sonst noch tun, um Vereinsamung von Senioren entgegenzuwirken? Hast du da noch Ideen? Du musst dein Mikrofon noch einschalten. Ja, da gibt es eine ganze Menge. Wir wollen zum Beispiel ein Senioren-Sozialzentrum etablieren in der Kernstadt, wie es zum Beispiel schon in Weiderstadt und in Großzimmern gibt. Darunter muss man sich einen Treffpunkt vorstellen, zu dem Senioren hingehen können, sich austauschen, unterhalten, mal ein Spiel spielen etc. Kommunizieren mit einem Café und vielleicht sogar mit einem Mittagstisch, welche dort regelmäßig angeboten wird. Wir wollen gemeinsam mit dem Seniorenbeirat unserer Stadt eine Initiative starten. Ich erlebe das, ich lebe in Hahn, wie jeder weiß, und da gibt es das große Seniorenheim und da sind viele Leute, ich gehe da oft mit meiner Mutter mit dem Rollstuhl spazieren, die auch immer wieder mal jemanden sich wünschen, wo vielleicht sich anbietet und mit einer Person spazieren geht. Und das wäre auch schon eine große Hilfe. Danke. Ja, Dieter, ich grätsch da gerade mal rein. Du hast einen wichtigen Stichpunkt hier kurz beschrieben. Was auch ein Thema ist, ist das Thema Wohnen im Alter. Ja, es gibt da verschiedene Modelle und Dinge, was ist. Was wir einfach nicht wollen, sind, ich sag mal, sogenannte Rentnerquartiere, wo lediglich Senioren und so weiter wohnen. Das Ganze muss natürlich immer bezahlbar sein und wir treten halt einfach dafür ein, dass wir dieses Mehrgenerationenwohnen, wo also junge, ältere, kinderreiche Familien alle zusammenwohnen und sich gegenseitig ergänzen können, das wollen wir fördern. Ja? Und da gibt es durchaus positive Synergieeffekte. Da findet man vielleicht mal eine Leihoma, in Anführungszeichen, die vielleicht mal eine Stunde mit den Kindern am Spielplatz ist, wenn man selbst als junge Familie verhindert ist oder andere Dinge tun muss. Und hat natürlich auch unter Umständen auf der anderen Seite die Synergie, dass ältere Menschen auch noch eine kleine Aufgabe finden, die ihnen Spaß macht. Das ist das, was wir auf jeden Fall fördern wollen. Ich nenne da jetzt einfach nur exemplarisch mal unsere gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft, die im Funkstädter Dörfchen und angrenzenden Regionen genau dieses Projekt fördert. Eine gesunde, klare und, sag ich mal, auch Durchmischung erzielt, wo jeder etwas davon haben kann, wenn er möchte. Ja, vielen Dank, Wolfgang. Vollkommen richtig, das Thema Wohnen, was du gerade auch nochmal angerissen hast, ist einfach ein Thema, was alle Generationen betrifft. Und du hast es ja auch gesagt, dem können wir einfach Rechnung tragen, indem wir Wohnraum für junge Menschen, was wir zum Beispiel auch bei den Jusos vor 2 Wochen besprochen haben, und auch für ältere Menschen gemeinsam schaffen. Also auf jeden Fall Themen, die alle Generationen betreffen. Ja, jetzt habe ich in unserem Wahlprogramm auch noch mal ein bisschen geblättert und habe da noch bei den Friedensstiftern ein weiteres Thema gefunden, und zwar das Thema Barrierefreiheit. Das ist ja auch sehr wichtig. Was wollt ihr denn da genau machen? Das ist ja nicht nur ein Thema für Senioren und Menschen mit Behinderung. Peter, kannst du uns da vielleicht mal ein paar Sachen dazu sagen? Ja, Tim, da hast du vollkommen recht. Das Thema, das beschäftigt uns schon lange. Und wenn ich sehe, mich beschäftigt das noch wesentlich länger, weil ich war vor meiner Herzerkrankung Busfahrer bei EAG Mobibus. Und da hatte ich dieses Problem eigentlich jeden Tag. Und wenn man sieht, die Bushersteller, die technischen Fortschritte, wo es da gibt, mit Absenkung, Rampen für Rollstuhlfahrer in den Bus, alles wunderschön, aber es ist immer trotzdem bleibt die Behinderung für die Leute. Und wenn ich dann sehe, es gibt die Bushaltestellen, wo erhöht sind, und das ist unser Ziel, dass die mehr und mehr ausgebaut werden, dass ein barrierefreies Reinfahren in die Busse möglich ist. Nämlich nicht nur Behinderte oder Senioren. Man muss sich nur mal vorstellen,
irgendein Junge, Fußballsport, Kreuzbandriss, er wird operiert, du gehst an Krücken, dann versuch mal in einen Bus mit Krücken reinzukommen. Das kann auch Junge betreffen. Aber nicht nur jetzt im öffentlichen Nahverkehr, sondern auch in unseren öffentlichen Gebäuden, den Stadthäusern oder unserem historischen Rathaus. Wo werden die Stadtverordnetenversammlungen durchgeführt? Oben im ersten Stock. Jetzt, wie kommen wir hier hoch? Der Aufzug, der ist ja schon beschlossen, aber die Mittel fehlen noch. Also wir hoffen, dass das vorangeht. Ja, Peter, da würde ich eigentlich auch direkt nochmal einschreiten. Und zwar hast du ja bestimmt auch von der Diskussion um die Kirchmühle gehört. Da gab es ja also richtig heftige Diskussionen und auch schon Streitigkeiten, also im Darmstädter Echo, natürlich auch in der Funkstädter Woche. Also da ging es ja echt drunter und drüber. Und die Idee war ja auch, dass man die Kirchmühle, also im ersten Stock natürlich, für den Zeitraum von 4 bis 5 Jahren also anmietet, weil dann dort ein Heimat- und Museumsverein sozusagen diverse verschiedene Veranstaltungen präsentieren möchte. Und da ist auch nochmal ein Streit darüber entstanden. Ja, die Mühle ist natürlich wie alles andere auch leider auch nicht barrierefrei, wie man das gerne hätte. Und gut, man muss natürlich auch bedenken, die ist jetzt schon über 500 Jahre alt und gehört natürlich auch zu eines der bedeutendsten Denkmäler, also Industriedenkmäler unserer Stadt Funkstadt. Und, aber da gibt es natürlich eine Lösung. Und zwar möchte man da jetzt natürlich, also nach langem Diskutieren und Nachdenken, möchte man da jetzt einen Treppenlift einbauen, um eben den Menschen, die Schwierigkeiten haben, sozusagen eine Barrierefreiheit zu ermöglichen. Das wollte ich gerne noch ergänzen. Ja. Und Jasmin hat es natürlich richtig gesagt, dass die Kirchmühle ist eine der bedeutendsten Industriedenkmäler in unserer Stadt. Und ich möchte jetzt keine Geschichtsexkursion starten. Das überlasse ich lieber dem Museumsverein. Aber Funkstadt verdankt seine Stadtrechte letztendlich den Mühlen und auch die damit beginnende Industrialisierung. Und deshalb gibt es eigentlich kaum ein besseres Gebäude in unserer Stadt, wo man den Museumsverein zumindest übergangsweise unterbringen könnte. Daher finden wir es absolut richtig, die Tenne da zu benutzen. So lange natürlich nur, bis eine alternative Lösung gefunden wurde, die absolut barrierefrei ist, für jeden zugänglich. Es ist klar, da muss eine Lösung gefunden werden. Die Borngas-Schule war auch nicht barrierefrei. Das muss man in den nächsten 4, 5 Jahren auf jeden Fall angehen. Aber ansonsten sind wir auf jeden Fall dafür, dass die Kirchmühle dort genutzt wird. Vielleicht noch ein Hinweis aus aktuellem Anlass. Wie Sie auch lesen konnten aus der Funkstädter Woche, hat auch der neue Besitzer der Ratsschenke in unmittelbarer Nähe ein Mietangebot der Stadt gemacht, um das Museum dort anzusiedeln. Das Haus wird nach der Presse lautend jetzt im Moment gerade umgebaut, angeblich barrierefrei. Die Stadtverwaltung wird natürlich auch dieses Angebot prüfen. Und das wollte ich eigentlich nur noch zur aktuellen Lage hinzugeben. Also es ist in dieser Sache ein Mietangebot gekommen. Und das gilt es nun zu bewerten und entsprechend in den Gremien zu entscheiden. Ja, vielen Dank, Wolfgang. Ihr habt das auf jeden Fall super dargestellt. Ich würde vielleicht noch mal zu einem ganz anderen Thema gehen, was ich auch noch gesehen habe in unserem Wahlprogramm. Und zwar das Thema Sicherheit in Funkstadt. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Habt ihr dazu auch was auf der Agenda? Peter, willst du vielleicht was dazu sagen? Ja, wir haben eigentlich in Funkstadt eine gute Sicherheitsinfrastruktur. Als ich zum Beispiel am 1.6.1971 in die Feuerwehr eintrat, als Jugendlicher, wenn ich da die Feuerwehr sehe und heute sehe, alle Achtung, sage ich da nur, was die Stadt Funkstadt in diesen Jahren hingestellt hat. Wenn ich sehe, wir hatten
drei Stadtteilfeuerwehren, die haben sich zusammengeschlossen nach Funkstadt West. Also wir haben jetzt zwei, eine in der Kernstadt, eine in West, zwei schlagkräftige Feuerwehren, die sich ergänzen. Wir stehen gut da. Da würde ich auch gleich mal sagen, ich möchte mich bei den Feuerwehrkameradinnen und Kameraden sowie auch dem DRK, dem DLRG oder dem THW sehr herzlich bedanken für ihr Engagement, was sie für die Stadt Funkstadt und für den Bürger und die Bürger da sind. Also Hut ab, Hochachtung. Und ich sage das auch immer gern, wenn ich als Ortsvorsteher in den Hauptversammlungen in der Feuerwehr bin, durch den Jungs das immer gern sagen, wie ich auch immer gern sage, früher war ich bei der Feuerwehr, ich habe die Seite gesehen, heute bin ich in der Politik, da sehe ich die andere Seite. Und diese zwei Seiten zusammenzubringen, ist nicht immer sehr einfach. Ich möchte aber auch unserer Polizei, die vom Berufswegen, denen möchte ich auch danken, gerade jetzt in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit, die haben es all nicht leicht. Dafür möchte ich ein ganz großes Dankeschön sagen. Ja, also wenn wir beim Thema Sicherheit sind, ist natürlich auch das Thema Beleuchtung in unserer Stadt sehr wichtig. Als SPD setzen wir uns für eine bessere Ausleuchtung der öffentlichen Wege ein. Das schafft mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, aber eben vor allem für Fußgängerinnen und Fußgänger. Und wir lehnen Initiativen ab, die versuchen, an der Beleuchtung zu sparen, wie das in der Vergangenheit einige Parteien versucht haben. Wir sind da strikt dagegen. Wir wollen die Ausleuchtung verbessern und wir finden, dass die Sicherheit der Bürger nicht an ein paar Euros scheitern darf. Da würde ich gerne noch abschließend ergänzen, und zwar, dass wir uns auch noch überlegt haben, gerade um eben einen Raum zu schaffen für Bürgerinnen und Bürger und auch für die Kommunalpolizei, also eine Art jährlichen Dialog, in dem jeder die Möglichkeit hat, sich einfach nochmal untereinander auszutauschen, Ängste zu thematisieren und dafür dann auch angemessene Lösungen zu finden. Und auch gerade mit den Verantwortlichen der Sicherheitsbehörden, das soll auf jeden Fall auch nochmal ein Thema sein, wofür wir uns auf jeden Fall stark einsetzen. Also das soll gemacht werden, ein jährlicher Dialog. Ja, vielen Dank, Yasemin. Ihr habt es ja schon angesprochen, Sicherheit ein sehr wichtiges Thema und in diesen Tagen, in dieser Woche eigentlich gesagt, aktueller denn je, wenn man sich mal anschaut, was andere Parteien so in diesen Tagen vorhaben zum Thema Sicherheit und Ordnung quasi, dass da Mittel für unseren Katastrophenschutz, für die Sicherheit gekürzt werden sollen. Ich denke, das ist einfach ein wichtiges Thema und da sollte man eben nicht dran sparen. Das ist die falsche Stelle. Gerade auch wenn es um unseren Haushalt jetzt geht oder so, da ist es einfach der falsche Ansatz, um irgendwo finanzielle Mittel zu sparen. Nur so am Rande erwähnt, ich denke, das ist mal ganz interessant, das gehört zu haben. Ja, ihr habt noch was ganz anderes im Wahlprogramm stehen, und zwar, dass ihr auch eine Stelle des Kinderbeauftragten schaffen wollt. Das habe ich noch nie gehört, auch noch, zumindest ich, noch nirgends gesehen. Yasemin, magst du mir vielleicht mal erklären, was das denn genau ist? Dein Mikro musst du noch anmachen. Ach, Entschuldigung, ich war jetzt gerade so total im Gespräch. Kinderbeauftragte, das ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem kann ich mich auch des Berufes wegen sehr identifizieren, gerade als Lehrkraft. Das ist ein Modell, das gibt es schon bereits in vielen Städten und das ist eine hauptamtliche Tätigkeit und also man fungiert sozusagen als Anlaufstelle für verschiedene Anliegen, das in Bezug auf Jugendliche und Kinder. Und da kann man dann sozusagen als Anlaufstelle dann zwischen der Stadtverwaltung und anderen Behördenstellen dann Fragen weiterleiten, Beschwerden kommunizieren und ist sozusagen ein Koordinator. Und kann dadurch eben auch verschiedene Akteure mit einbinden, die daran beteiligt sind. Themen können zum Beispiel sein, Bildung von Kindern und Jugendlichen, Spielräume beispielsweise, natürlich auch Sicherheit, Gesundheit und Mobilität. Das sind verschiedene Themen,
die der Kinderbeauftragte oder die Kinderbeauftragte dann eben initiiert und thematisiert und dann natürlich auch verschiedene Aktionen, Veranstaltungen und auch Projekte dementsprechend dann ins Leben ruft. Genau. Vielleicht kann ich dann noch mal ein bisschen dazu einsteigen. Ich habe mich damit auch beruflich schon befasst. Es geht einfach dran zum Thema, für alle Generationengruppen gleiche Rechte zu schaffen, sie auch an der Stadtgesellschaft teilhaben zu lassen, also dass sie beteiligt werden mit ihren Themen, mit ihren Entscheidungen, die Kinder, die sie auch selbst betreffen. Und das ist für unsere Demokratie auch ganz wichtig, dass klar ist, dass sie mitbestimmen können in gewisser Weise, damit sie ihre Wünsche äußern können, dass die Wünsche wahrgenommen werden, akzeptiert werden müssen. Und das müssen natürlich auch Erwachsene erkennen. Oft werden Kinder so ein bisschen abgetan. Naja, die sind noch klein und die wissen noch gar nicht, was sie wollen. Kinder wissen sehr genau, was sie wollen. Die sind sehr kompetent, haben ihre Interessen, ihre ureigenen Interessen, die sie auch selbst vertreten sollen. Und da soll der Kinderbeauftragte sie auch ein Stück stärken, an die Hand nehmen, stärken, ihnen zeigen, was sie selbst tun können. So kann der Kinderbeauftragte natürlich in Schulen, in Kindergärten gehen, in den Jugendtreff. Er kann aber auch Kindersprechstunden anbieten, wo sich die Kinder direkt an sie wenden können. Also die Kinder können dann aufs Stadthaus gehen und beim Kinderbeauftragten ihre Themen anbringen. Darüber hinaus sollen die auch natürlich was tun, die Kinderbeauftragten zum Beispiel Gelder beschaffen über Spenden und dann über Bedarfe, die entstehen, weitergeben an die Familie. Nicht für alles gibt es eine staatliche Hilfe für Menschen im SGB-II-Bezug. Ja, natürlich gibt es da Zuschuss zum Mittagessen oder Beteiligung zu Klassenfahrten, aber manchmal müssen es auch andere Dinge sein, die eben gebraucht werden, die in den Familien nicht finanziert werden können. Und dann gibt es einen Spendentopf, der sozusagen immer zur Verfügung steht, wo die Kinder unterstützt werden können. Und so kann dieser Kinderbeauftragte auch ganz direkt etwas gegen Kinderarmut tun. Wir haben da schon übrigens einen tollen Verein, den Einhörnchen e.V., der genau das auch unterstützt. Da kann ich mir durchaus Verzahnungen und Synergieeffekte vorstellen. Also der Kinderbeauftragte oder die Kinderbeauftragte ist sozusagen kommunaler Kinderpolitiker, der keine Verwaltungsaufgaben hat, aber Gestaltungsaufgaben. Ja, also eben diese Themen immer wieder auch in Richtung Politik zu transportieren. Und da wollen wir Chancen ermöglichen für die Kinder in unserer Stadt. Ich wollte mal kurz ergänzen, als Mutter und als sozusagen Geschäftsführender momentan vor der Verein. Ich sehe jetzt Corona-bedingt auch, wie viel Bedarf da ist. Und deswegen ist mir auch extrem sympathisch, diese sozusagen Kinderbeauftragte, wenn wir schaffen würden. Es gibt mehr Bedarf. Wir haben viel Kinderarmut-Themen, was damit zu tun hat, allein was wir als Verein unterstützen. Und das, was bei mir ankommt, und dass die Kinder symbolisch ihre Stimme, muss man wirklich hören, teilen. Teilweise sind sie wirklich vernünftiger als der Erwachsene, was ich mitbekomme. Und diese Stimme sollte man stärken und auch unterstützen. Da bin ich wirklich sehr gut angetan. Ja, vielen Dank, Halima. Ich will jetzt keinen großen Sprung von Kindern zu Senioren machen, aber gerade erreicht uns über den Chat tobender Applaus schon fast. Also wir haben gerade eine Nachricht bekommen, dass scheinbar die Forderungen für ältere Menschen und die ältere Generation sehr gut ankommen und dass man sich darüber sehr freut und das begrüßt. Das freut uns natürlich, dass da unsere Ideen entsprechend auch gut ankommen. Und ich denke auch, dass es eine sinnvolle Sache ist und darüber freuen wir uns wirklich sehr. Oliver, jetzt kam gerade noch eine zweite Frage im Chat und zwar, wie steht die SPD denn zum Thema Gendern? Ja, Gendern ist jetzt zunächst mal keine rein kommunale Aufgabe, es ist eher eine gesamtgesellschaftliche. Die SPD ist natürlich als Partei
schon immer dafür, Menschen gleiche Chancen einzuräumen. Und das hat ja mit Gendern auch sehr viel zu tun. Unabhängig vom Geschlecht sollen Menschen Möglichkeiten haben, sich am gesamtgesellschaftlichen Leben zu beteiligen. Das hat dann Einfluss in die Berufe, in die Sprache und etc. Da stehen wir dafür. Und ich denke, nicht umsonst sind wir die, und da muss ich sagen, sind wir tatsächlich die einzige Partei, auch die zur Kommunalwahl am 14. März antritt, die einen sehr hohen Frauenanteil hat. Und in den ersten 20 Kandidaten sind 9 Frauen und 11 Männer, also wir haben es fast ausgeglichen. Das muss uns eine andere Partei erstmal nachmachen. Ich denke, da sind wir als SPD ganz, ganz weit vorne und es ist super, dass wir auch so aufgestellt sind und entsprechend Kandidatinnen auch gefunden haben. Ja, absolut. Ich denke, das ist auch ein wichtiges Thema und auch wir Jusos nehmen das ja sehr ernst und auch diese paritätische Aufteilung, darauf bin ich auch sehr stolz. Gut, ich habe noch eine ganz andere Frage an euch, und zwar an die Halima. Du bist da ja, kennst dich ja auch ziemlich gut in diesem Thema aus. Wie schaut es denn mit der Integration von neuen MitbürgerInnen in Pfungstadt aus? Seit der geflüchteten Herausforderung haben wir ganz neue Einwohner hier in Pfungstadt bekommen. Wie sieht es denn dazu aus? Eigentlich bei uns, danke, dass du das fragst, sieht eigentlich gut aus. Es ist ja jetzt 6 Jahre her, als mal Christian-Meitz-Straße gebaut wurde. Gut, dass man Facebook hat, erinnert sich immer wieder dran, dass, was war dieser Abend, wer sich daran erinnert hier in Funkstadt, welche Stimmung da war. Und jetzt nach 6 Jahren können wir sagen, wir haben es geschafft. Ja, das ist, bis jetzt haben wir in Funkstadt, Gott sei Dank, keine größeren Probleme. Natürlich gibt es Probleme, wir sind alle Menschen unterschiedlich. Aber das, was woanders gibt, gibt es bei uns nicht. Man sieht nicht, man hört nicht, kann man mich auch verbessern, wenn was anderes ist. Ich bin ja mitte drin, bekomme die Themen, auch viele Sachen mit. Seit 2 Jahren haben wir diese direkte Betreuung in Unterkunft im Landkreis übergeben. Und ich koordiniere da allgemein, bin ich sozusagen Anlaufstelle in der Stadt. Und die Menschen sind angekommen. Ja. Wir sind jetzt Thema Integration, ganz andere Ebene, andere Themen. In interner Fachkreis sagen wir immer diese 3 wunderbare S, sauber, satt und safe. Sie haben wir schon überschritten. Wir sind Ankommensseite und diese Seite ist jetzt leider überall, wo eine Corona ein bisschen gebremst. Aber es läuft, die Menschen arbeiten, die sind angekommen und die haben nicht andere Probleme, als was wir alle Funkstädter auch haben. Wohnungsmangel ist ein Thema, was wir haben, was wir uns immer beschäftigen. Diese Themen ist Querschnittaufgaben, alle Bereiche betrifft es, genauso Vereine sind die Menschen mit dabei, die sind integriert. Wir haben ja mittlerweile auch dass da eine Stelle geschaffen wurde, haben wir 2 Projekte, Sport integriert zum Beispiel, die auch hier bei uns alle Vereine zugutekommt. Wir haben Demokratieleben, auch bei uns auch, als ich mich darum gekümmert habe, als Integrationsbeauftragter, dass auch nach Funkstadt kommt. Die Menschen sind Teil von uns. Wir haben wunderbare Sportcoaches, die da ehrenamtlich ihre Zeit investieren, die mit dabei sind. Wir haben viele ehrenamtliche Funkstädter und Funkstädterinnen, die ohne denen überhaupt nicht möglich wäre, dass wir überhaupt so gut aussehen, wie wir gut aussehen. Es läuft. Toi, toi, toi. Und ich hoffe, dass es auch so weitergeht. Und wenn ich mal zurückkomme, Thema Sicherheit, muss ich auch große Komplimente machen, weil in diese Themen arbeite ich auch sehr eng mit der Polizei zusammen. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen. Wir sind ein Team. Und das muss ich sagen, das ist sonderbarer von Funkstadt, was wir hier in Funkstadt haben, die eigentlich funktioniert. Ich greife das vielleicht auch nochmal auf. Herr Lima hat ja jetzt schon eine ganze Menge angesprochen. Da kommt jetzt das Stadtverordnetenvorsteherherz bei mir durch. Ich bin da ganz, ganz dankbar für die vielen Initiativen, die sich einfach hier gebildet haben, wo Menschen gesagt haben, wir packen mit an, wir unterstützen da, wo wir können. Ob wir gemeinsam Deutsch lernen, ob wir Kindern bei den Hausaufgaben helfen. Es gibt, auch ich habe viele Bekannte, die mir spontan in den Sinn kommen, die heute noch
einkaufen gehen, gemeinsam mit den Familien, die eben noch kein Auto haben, um die schweren Dinge schleppen zu müssen. Da sind ganz, ganz viele Menschen in unserer Stadt, die sich hier ehrenamtlich engagiert haben und helfen. Die Kirche hat Dinge organisiert. Die Halima hat es gesagt, die Stadt hat viel organisiert, aber ohne die ganzen Ehrenamtlichen könnte das nicht so gut laufen. Halima hat die Sportcoaches angesprochen. Wir haben eine Refugee-Fußballmannschaft, die auch immer bei der Hallenstadtmeisterschaft, gut, im Moment gibt es keine, aber auch da immer in Spiel macht und bestreitet. Und das sind eine tolle Truppe. Der Frank Liebig, ich muss ihn mal erwähnen, keine Ahnung, ob der Frank heute zuschaut, der hat einen Garten für Geflüchtete zur Verfügung gestellt, ja, damit die Leute ihr Gemüse anbauen können, auch was manchmal was Sinnvolles tun können, weil gerade in der Zeit des Wartens, bis vielleicht eine Anerkennung da ist oder wo noch nicht gearbeitet werden kann oder darf, soll es Alternativen geben. Also da gibt es ganz, ganz viele, wodurch diese Menschen auch integriert werden, die Sprache lernen. Es gibt im Moment eine Aktion, Sie haben es vielleicht gelesen in der Funkstätter Woche, der Partnerschaftsverein begeht dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Gradignan in Frankreich. Ja, wir haben da tolle Freunde, die sich eine Aktion ausgedacht haben und Tomatensamen in verschiedenster Art und Qualität nach Funkstätt geschickt haben. Das ist dem Partnerschaftsverein, hat hier toll gearbeitet und dem sind die Samen aus den Armen oder Händen gerissen worden. Und auch für diesen Flüchtlingsgarten, sage ich jetzt mal, hat der Frank Liebig Tomatensamen bekommen und auch die beteiligen sich so mit dieser Aktion an unserer Städtepartnerschaft. Es sind, wie die Halima sagt, Einwohner wie du und ich geworden. Und das ist gut so. Sie werden manchmal optisch noch als Fremde wahrgenommen, aber sehr vielfach sind sie integriert. Vieles läuft da über die Kinder. Und da nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank, auch sozusagen als das politische Stadtoberhaupt dieser Stadt an unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Kann ich nur bestätigen. Ohne sie wäre wirklich diese Arbeit, wo wir über Funkstadt, über die Grenze hinaus in, so strahlen, nicht möglich. Ja, da habt ihr absolut recht. Vielleicht, wenn ich mal mit Blick auf die Uhrzeit schaue, würde ich gerne noch eine letzte Frage an euch stellen. Und zwar auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie kennen ja sicherlich die Obdachlosenunterkunft in der Goethestraße 64. Und der Zustand dieses Gebäudes ist ja schon eher etwas beschämend. Ich würde jetzt persönlich sagen, diese Menschen haben doch auch ein Recht auf eine würdevolle Unterbringung. Halima, kannst du da vielleicht was sagen? Wie siehst du das denn? Findest du das denn so in Ordnung, wie die Situation gerade ist? Definitiv nicht. Ja. Wer mich kennt, weiß auch Bescheid, dass ich schon mal meinen Mund aufgemacht habe, weil das menschenwürdig ist es nicht. Menschenwürdig sieht anders aus. Da hätte man viel früher eingreifen müssen, aber es ist gut, dass wir jetzt thematisieren und dass wir angehen wollen. Wir brauchen mehr Unterkunft für Obdachlose, weil jetzt das so, wir haben ja vorher unsere sozusagen Bürger, Funkstädter Bürger gehabt, die da obdachlos, wohnungslos geworden sind. Jetzt haben wir auch einige Geflüchtete, die noch dazukommen. Dieser Bedarf ist noch mehr geworden und das muss dringend gehandelt werden. Da kann man so weiterhin nicht so stehen lassen und ich hoffe, das kann der Oliver noch mehr was dazu sagen, politische Ebene, was da jetzt geplant ist. Ich bin nicht so dran, ich sehe nur diese soziale Ebene und diese Anlaufstelle, dass wir immer wieder bekommen und haben manchmal als Integrationsbeauftragte auch schlechte Gewissen, weil die haben schon viel zu tun und Wohnungsmangel und alles drum dran, ihre Probleme. Und wenn meine Leute kommen, dann muss ich dann da hinschieben und sagen, Leute, wir haben jetzt nochmal Leute, ihr müsst runterbringen. Obwohl da keine Möglichkeiten gibt und da Wohnungsmöglichkeiten sind auch für uns, für unsere, eine, als unser Ruf, als Funkstädter, als eine, ist aber nicht gut. Und für die Menschen, das ist keine voranbringen. Da muss dringend was geschehen. Ja, ich greife den Ball auf, Halima, danke. Vielleicht nochmal auch zur Begriffsklärung, weil ich sag mal, das Thema Obdachlose ist sowas, das wird immer so ein bisschen, naja, mit spitzen Fingern angefasst oder leicht naserümpfend. Obdachlose
sind Menschen wie du und ich. Und jeder Mensch kann von Obdachlosigkeit betroffen sein. Viele denken, ah, der Obdachlose, das ist der, ich sag mal, der von Stadt zu Stadt zieht, der in der Fußgängerzone bettelt. Nein, das sind sie nicht. Das sind Menschen, die tatsächlich durch Wohnungsnot ihre Wohnung verlieren. Manchmal gibt es eine Eigenbedarfskündigung oder wie auch immer. Die Leute müssen aus ihren Wohnungen raus und finden in unserem verdichteten Ballungsraum keine adäquate Wohnung, die sie bezahlen können, oder auch keine Vermieterin oder Vermieter, der sie aufnimmt. Das sind oft Familien, wo plötzlich auch mit kleinen Kindern in dieser obdachlosen Einrichtung leben. Und deswegen, jeder kann von Obdachlosigkeit betroffen sein. Und je schwieriger es in einem Ballungsraum ist, mit Wohnungsversorgung, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren kann. Und auch diese Menschen, die tatsächlich in Not sind, denen ein Obdach fehlt, das ist Aufgabe der Städte, die sogenannten Obdachlosenbehörde. Die Städte müssen diese Menschen unterbringen. Und Tim, du hast vollkommen recht, die Goethestraße 64 ist in einem erbarmungswürdigen Zustand. Und dort kann niemand unter einer angemessenen Menschenwürde leben. Und das sagen wir nicht nur jetzt in Wahlkampfzeiten, wobei ich weiß, dass man mit dem Thema auch nicht unbedingt Stimmen holen kann, eben aufgrund der Problematik, was denkt man damit? Aber für uns ist es wichtig, es ist ein Herzensanliegen, dass die Menschen auch wieder würdig untergebracht sind in einer modernen Unterkunft, wo man eben auch mal einen Nagel in die Wand hauen kann, ohne dass die Wand zusammenbricht oder die Türen Löcher haben. Und Patrick Koch hat, da bin ich sehr dankbar, das aufgenommen auch in dem städtischen Haushalt, den er für 21 vorgelegt hat, und hat 800.000 Euro eingestellt in den Haushalt geplant, um damit eine Obdachlosenunterkunft zu bauen. Und auch das muss ich hier mal so erzählen. Im Moment bekommt ja niemand was mit. Der Hauptfinanzausschuss tagt ja ersetzend durch die Corona-Pandemie für die Stadtverordnetenversammlung. Und leider hat da der Ausschussvorsitzende entschieden, das in Nichtöffentlichkeit zu tun. Und es ist schlimm, was dort manchmal hinter den verschlossenen Türen in so einer Art Hinterzimmerpolitik diskutiert wird. Und niemand bekommt etwas mit. Und deswegen ist es auch gut, dass wir heute hier drüber reden. Diese 800.000 Euro, da ist drüber hinweggegangen worden von der UBP, die immer für alle Bürger da ist, die dann gesagt hat, ach, das können wir streichen oder wir können zumindest die Hälfte nur ausgeben, 400.000 Euro langt auch. Also muss man überlegen, wenn man heute ein Haus baut, was das kostet und statt 800.000 nur 400.000 Euro zu verbauen, da kommt gerade mal ein Einfamilienhaus dabei rum. Und wir haben in der Obdachlosenunterkunft viele Familien, viele Menschen, die da stehen. Also wir müssen ein richtig großes Haus bauen mit vielen Wohneinheiten da drin, dass wir die unterbringen können. Die ach so christliche CDU, ja, auch die ist da mitgegangen, voll in die Kürzungsorgien eingestiegen. Das finde ich unhaltbare Zustände. Die einzigen, die gesagt haben, wir brauchen diese 800.000 Euro, ist die SPD. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass der Haushalt so beschlossen wird, dass wir eben nicht die 800.000 Euro zur Verfügung haben, um da was Ordentliches hinzubauen. Und das finde ich einen politischen Skandal. Da habe ich mich gerade ein bisschen aufgeregt, aber das kann man bei dem Thema auch. Und wir setzen uns eben auch für die sozial Schwächsten ein. Und deswegen kämpfen wir auch so vehement dafür. Ja, vielen Dank, Oliver, für die deutlichen Worte. Das ist auch genau das, was ich vorhin nochmal angesprochen habe zum Katastrophenschutz. Da wurde nochmal genau das Gleiche gemacht. Also für mich auch etwas unverständlich. Ja, um jetzt aber nicht mit so negativen Gedanken aufhören zu müssen, würde ich gerne nochmal auf das Zitat vom Anfang zurückkommen. Alles, was wir brauchen, ist mehr Menschlichkeit. Meine Damen und Herren, jetzt haben Sie gesehen, wie wir uns Menschlichkeit in Funkstadt vorstellen, was wir noch alles vorhaben. Und ich denke, wir haben gerade in diesen Bereichen Menschlichkeit, Soziales und Demokratie einiges zu bieten. Wir haben zum Beispiel über Integration gesprochen. Der Peter hat vorhin auch über Barrierefreiheit gesprochen. Da kam gerade noch mal eine Frage im Chat. Da würde ich gerne auf das verweisen, was er vorhin gesagt hat, zum Beispiel die Bushaltestellen. Da soll einiges passieren, was wir uns vorstellen. Da kann auch gerne noch mal in den nächsten Tagen in diesem Video nachgeschaut werden, was der Peter da gesagt hat.
Wie gesagt, das Video wird irgendwann in den nächsten Tagen nochmal erneut hochgeladen und optisch ein bisschen aufgehübscht. Und wenn noch Fragen offen sind, kann da entweder nochmal nachgeschaut werden. Ansonsten, wenn noch eine Frage von Ihnen jetzt offen ist, die heute nicht beantwortet wurde, können Sie einfach nochmal die Frage stellen mit einer Telefonnummer oder einer E-Mail-Adresse. Dann können wir uns gerne bei Ihnen zurückmelden. Dann nehmen wir uns ausgiebig Zeit, um nochmal mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, weil wir haben ja in diesem Videoformat nur eine begrenzte Zeit. Deshalb melden Sie sich bei uns. Wir kommen auf Sie zurück. Und freuen uns natürlich, wenn wir mit Ihnen ins Gespräch kommen können. Ja, nächste Woche Sonntag ist es dann soweit. Am 14.03. Findet die Kommunalwahl statt. Und jetzt, wo Sie gehört haben, was wir also alles vorhaben, wissen Sie natürlich auch, dass Sie Ihr Listenkreuz auf der Liste der SPD setzen müssen, sofern Sie sich schon per Briefwahl abgestimmt haben. In der nächsten Woche, da kann ich auch noch mal eine Veranstaltungsempfehlung geben. Da sind unsere Ortsberater dran. Ja, wir gehen also auf die Westseite von der Autobahn und werden sich mit Themen rund um unsere Ortsteile beschäftigen. Also ich bin auf jeden Fall wieder dabei. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall. Es sind wieder spannende Personen und Themen dabei. Den Link finden Sie wie immer auf der Webseite unter spd-pfungstadt.de/wahlgebabbel. Auf jeden Fall nächste Woche Freitag um 18 Uhr wieder einschalten. Ansonsten, wenn Sie sich nochmal unsere Themen genauer anschauen möchten, Sie hatten alle in Ihrem Briefkasten so eine kleine Broschüre drin, wo groß drauf stand, weil wir hier zu Hause sind, da finden Sie alles nochmal. Der Oliver Hills gerade hoch, die Jasmin auch, sehr schön, dieses Büchlein, da finden Sie alle Themen, die Wahl betreffen, natürlich auch nochmal auf unserer Webseite, schauen Sie auch da gerne nochmal rein. Ja, ansonsten, wir sind fast an der Stunde angekommen, die Zeit ist erschöpft. Dann bedanke ich mich nochmal bei allen Teilnehmenden, gerade bei allen Friedensstifter und Friedensstifterinnen, für die tollen Gedanken, für die Teilnahme, auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie eingeschaltet haben. Und ich freue mich, Sie alle wiederzusehen, auch vielleicht mal im Funkstadt wiederzutreffen. Bis dahin bleiben Sie gesund, weil wir hier zu Hause sind. Musik